Kokosöl immer noch das reine Gift? Kein Öl ist so verrufen wie Kokosöl, ja, bezogen auf die Gesundheit, vor allem nach dem Video, ne, das es vor langer Zeit mal gab, ne, circa 3 Jahre her, Kokosöl, das reine Gift. Wir kennen alle das Video von der Professorin noch, wo letztendlich auch jeder dann darauf reagiert hat, außer meine Wenigkeit, weil die Datenlage für mich damals nicht klar genug gewesen ist. Ja. Heute ist sie besser und deshalb nehme ich euch mit. Die neueste Wissenschaft zu Kokosöl, ist es gesund, ist es noch das reine Gift, kann man es essen, kann man es nicht essen, esse ich jetzt zum Beispiel persönlich auch, sehr, sehr spannend und das schauen wir uns heute mal zusammen ein. Ja, lasst mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben da, das ist immer ganz, ganz wichtig für meine Mühe, das gibt mir mal sehr, sehr viel zurück, das zaubert mir mal ein Lächeln auf die Lippen und was ihr ebenfalls machen könnt am Ende des Videos, könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen, da findet ihr alle besten Fitmacher, die es überhaupt noch für euch gibt. Und das wird mir auf jeden Fall auch sehr, sehr helfen, denn die sind auch alle laborgeprüft und deshalb helfen sie dir auch sehr, sehr gut. So, also, wir fangen mal an. Am besten gehen wir ins Voice-Over einmal gleich rüber. Da könnt ihr euch ein bisschen mehr zurücklehnen und es auf euch wirken lassen. Und das ist immer ein bisschen angenehmer, weil meine Stimme gleich auch ein bisschen ruhiger werden wird. Also, ich nehme euch mit. Los geht's. Kokosöl ist ein vielseitiges Pflanzenöl, das aus Fruchtfleisch der Kokosnuss quasi gewonnen wird. Es hat eine Reihe von besonderen Eigenschaften und Anwendungen. Ja, zum Beispiel Themengebiet Nummer 1, Kokosfette sind anders als andere Fette. Ich erkläre genau, wieso. Ein hoher Anteil an gesättigten Fettsäuren, das kann Kokosnussöl. Denn Kokosnussöl besteht hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren, insbesondere mittelkettige Fettsäuren. MCTs, haben wir schon mal gehört. Diese MCTs werden im Körper leichter verdaut und in Energie umgewandelt als langkettige Fettsäuren, die in den meisten anderen Ölen ja vorkommen. Im Vergleich zu den üblichen Nahrungsfetten mit langkettigen Fettsäuren werden sie schneller gespalten, schneller absorbiert und über die Fortader direkt zur Leber transportiert. Sie bieten somit Vorteile, die in der diätischen Therapie verschiedener Darmkrankheiten von Nutzen sind, wenn zum Beispiel schlecht Fette verdaut werden können. Die üblichen Fette müssen nämlich aufgrund ihrer Länge erst gespalten werden, in Zyklomikronen verpackt werden. Das sind eine Art Liposomen, ja, wo übrigens auch fettlösliche Vitamine drin verpackt werden. Eine Art Post, so kann man sagen, ja. Und so gelangen Fette und Vitamine, genau genommen fettlösliche Vitamine, aus dem Darm über die Lymphe zum Blut und dann zur Leber. Das alles müssen Kokosfette nicht. Sie liefern schnell Energie und entlasten unsere Verdauung. Übrigens, Tipp: Fettlösliche Vitamine oder Omega-3-Fette immer zu einer fettigen Mahlzeit essen, da dann mehr von den Transportern namens Zyklomikronen produziert werden und die Wahrscheinlichkeit so am höchsten ist, dass die gewünschten Omega-3-Fettsäuren oder das gewünschte fettlösliche Lipophile, auch genannt Vitamin, mit eingeschleust wird. Da wir gelernt haben, dass Kokosfette leichter verdaulich sind und schneller verfügbare Energie liefern, wie sieht es denn dann damit aus bei der Gewichtsreduktion? Dazu gab es eine Meta-Analyse, welche jetzt im Januar erst veröffentlicht wurde, also brandaktuell mit ca. 550 Probanden zum Thema Kokosfett und Gewichtsreduktion. Die Studie sagt folgendes: Im Vergleich zu anderen Ölen und Fetten verringerte Kokosnussöl das Körpergewicht von 546 Probanden um 0,75 Kilogramm. Den Body Mass Index, also den BMI von 551 Probanden um 0,28 und den prozentualen Anteil der Fettmasse von 491 Probanden um 0,35%. Alle Werte waren damit statistisch signifikant. Der Konsum von Kokosnussöl führte aber zu keiner signifikanten Veränderung des Taillenumfangs und Verhältnis von Taille zu Hüfte. Was wir daraus ableiten können, ist, dass Kokosöl nicht so ansetzt wie anderes Fett aus Lebensmitteln, da diese mittelkettigen Fettsäuren wohl schneller als Energielieferant genutzt werden und weniger als Speicherfett. Muss man jetzt Kokosöl nutzen, um abzunehmen? Definitiv nein. Das möchte ich euch einmal in einer anderen Studie zeigen, und zwar randomisiert. Natürlich wie immer, ja, Goldstandard hier von mir gewohnt, wo 44 Teilnehmer zufällig in 2 Gruppen aufgeteilt wurden und beide eine Diät machten. Nur die eine Gruppe, also die Gruppe 1, noch Kokosöl 20 ml zusätzlich nahm, ja, also sonst waren sie identisch. Wie wir sehen, haben beide Gruppen statistisch signifikant Gewicht verloren. Also wieder, man kann mit Kokos gut Gewicht verlieren. Nur schaut mal genauer hin, dann sieht man, dass die Gruppe 2 hier, die kein Kokosöl genommen hat in der Diät, 4,2 Kilo verloren hat in 4 Wochen und die Kokosölgruppe nur 3,78 Kilogramm, also fast ein halbes Kilo weniger Gewicht verloren, die Kokosnussgruppe. Das gleiche gilt für den BMI, ja, sowie auch die Taille und das Taillen-Hüft-Verhältnis halt. Das war auch hier besser in der Nicht-Kokosölgruppe.
Also abnehmen, ja, geht, aber besser wäre immer noch ohne Kokosöl, wer es beschleunigen will. Wenn es da nicht noch einen weiteren 4-Wochen-Block geben würde in der Studie, das heißt, die Studie ging dann noch 4 Wochen weiter. Wir schauen uns die Ergebnisse von den weiteren 4 Wochen mal genau an. Man sieht, dass der Gewichtsverlust wieder in beiden Gruppen signifikant war. Aber diesmal viel enger beieinander. Und die Probanden, ja, die Kokosfett quasi genommen haben, ja, haben 3,5 mal mehr Fett verbrannt. Wie die Gruppe, die keine 20 ml Kokosöl am Tag zu sich nahm. Das bestätigt meine Aussage, dass Kokosfette, also mittelkettige Fettsäuren, nicht zum Speichern sind, sondern um dem Körper direkt Energie zu geben, da sie direkt in die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, gehen können, ohne L-Carnitin, ja, auf das quasi angewiesen zu sein, wie die anderen Fette. Daher, wenn man dies zu sich nimmt, sollte man dies auch nutzen in der Form von Sport, ja, und Bewegung. Dann kann es sogar helfen, schneller Fett zu verlieren, obwohl man Fett zuführt. Verrückt, aber das zeigen die Daten, dass es die Energie liefert und diese Energie solltest du wirklich gut nutzen. Jetzt kann man auf die Idee kommen, hey, ich ersetze all meinen Fettkonsum mit dem neuen Substitut Kokosöl, denn das hilft mir ja beim Abnehmen. Davon möchte ich euch aber abraten. Und wieso, das zeige ich euch anhand von dieser aktuellen Meta-Analyse aus 7 randomisierten Studien zusammengesetztes, ja. Und vom letzten Jahr erst ist, ja, also wirklich aktuelle Daten hier, ja. Ich habe das mal für euch übersetzt. Der Verzehr von Kokosnussöl anstelle des Verzehrs von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel Leinöl und so weiter, Chiaöl, Rapsöl, und einfach ungesättigten Fettsäuren reichen Ölen, die nachweislicherweise kardioprotektive Wirkungen in Studien haben, sollten die Gesellschaften, die nicht an den Verzehr von Kokosöl gewöhnt sind, nicht gefördert werden. Darüber hinaus sollte Aufklärungsstrategien umgesetzt werden, um die Bevölkerung, insbesondere diejenigen, die an den Verzehr von Kokosnussöl gewöhnt sind, für die potenziellen Risiken dieses Konsums zu sensibilisieren. Diese Bevölkerungsgruppen sollten auch informiert und ermutigt werden, es durch kardiometabolisch gesunde Optionen zu ersetzen, also das Kokosöl, die mit einer Verringerung des kardiovaskulären Risikos verbunden sind. Das klingt jetzt sehr schädlich. Die zweite Zusammenfassung beschreibt es aber sehr klar. Die Aufnahme von Kokosnussöl führte im Vergleich zu anderen Ölen und Fetten zu keiner klinisch relevanten Verbesserung des Lipidprofils und der Körperzusammensetzung, das heißt der Blutfette. Es sollten Strategien entwickelt werden, um der Öffentlichkeit den Verzehr anderer Öle, nicht aber von Kokosöl, aufgrund der nachgewiesenen kardiometabolischen Vorteile der anderen Öle eher nahegelegt werden. Ja? Also, was bedeutet das konkret? Kokosöl ist nicht direkt schädlich, aber andere Öle, wie zum Beispiel Leinöl, Omega-3, DHA, EPA-Öle und so weiter, die nachweislich, ja, Vorteile bringen bezogen auf die Blutfette, sollten immer dem Kokosöl vorgezogen werden. Wenn man diese gesunden Öle aber ersetzt, verliert man diese positive Wirkung der anderen Öle, denn Kokosöl ist eher neutral in der Wirkung und zeigt keine signifikante Verbesserung oder Verschlechterung der Blutfette und damit der kardiometabolischen Risikoparameter auch. Ja. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ja. Kurz gesagt, es gibt einfach bessere Alternativen, aber Kokosöl ist per se nicht schlecht. Ja gut, wenn die Wissenschaftler hier von anderen Fetten reden, dass jene besser sind, dann schauen wir uns das Ganze doch mal in einer Studie an. Und zwar natürlich hier wieder eine tolle Studie mit Olivenöl, Butter und Kokosöl. Ja. Diese drei Fette wurden quasi verglichen und natürlich auch im Goldstandardformat natürlich wieder randomisiert. Ja, das heißt, die Studienteilnehmer wurden hier zufällig aufgeteilt. Ja. Wie wir sehen, schneidet Butter am schlechtesten ab, ja, da das LDL, das Gesamtcholesterin und das Nicht-HDL-Cholesterin am meisten steigen lässt. Ja, tatsächlich erhöhte Kokosöl das gute HDL-Cholesterin am meisten und hatte das beste Cholesterin zu HDL-Verhältnis. Ja. Daher sind diese Ergebnisse etwas konträr zu denen, was die Meta-Analyse genannt hatte. Was wir aber sicher sagen können, dass Butter, wenn überhaupt, in Maßen konsumiert werden sollte und gesättigte Fette nicht gleich gesättigte Fette sind, denn beide enthalten welches, Kokos und Butter, diese wirken aber völlig anders auf die Blutfette. Ja. Man sieht das hier nochmal, man kann es nicht per se auf jeden übertragen. Ja. Das heißt, man muss das ein bisschen für sich beobachten. Halt, ja. Das heißt, es gibt solche Studien, es gibt solche Studien. Aber anscheinend gibt es Schlechteres als Kokosöl, sagen wir mal so. Ja. Leider gibt es noch nicht mehr direkte Vergleichsstudien, sonst hätte ich die auch noch mit reingenommen in der Qualität. Von daher an
schaue ich da mal weiter in Zukunft. Wo Kokosöl aber definitiv schlechter abschneidet, ist der Blutzucker. Ja, dies geht aus einer Meta-Analyse hervor, die 26 Studien beinhaltet, davon 18 in einer hohen Qualität waren. Ja, diese besagt, langfristiger Verzehr von Kokosfett scheint keine positive Auswirkung auf den Blutzucker zu haben, sondern die Insulinresistenz zu erhöhen. Das ist ja das Hormon, ja, was normalerweise aus dem Blutzucker, ja, den ganzen Blutzucker in die Zellen transportiert. Und wenn da eine Resistenz ist, brauchst du immer mehr von diesem Hormon, immer mehr, ja, und die Resistenz wird immer höher, ja, und das will man nicht. Und das wurde hier eben beobachtet, dass wenn man regelmäßig beachtliche Mengen auch Kokosöl zu sich führt, dann ist das nicht so super, ja. Wie wir aber auch alle wissen, ja, aus meinen letzten Videos, ist, dass das kardiovaskuläre Risiko so stark, ja, wie durch nichts anderes steigt, wenn der Blutzucker erhöht ist. Ja, da kann selbst Rauchen oder Übergewicht nicht mithalten, seht ihr hier. Abschließend muss ich noch sagen, dass Kokosfett im Gegensatz zu langkettigen Fettsäuren unabhängig von fettsäurebindenden Proteinen in die Mitochondrien aufgenommen werden. Also in die Kraftwerke unserer Zelle, wo sie schnell abgebaut werden. Ja, das anfallende Acetat, ja, dient in Form von Acetyl-CoA als Baustein für die Neusynthese von zum Beispiel, jetzt kommt's, Ketonkörper, Fettsäuren, Cholesterin oder zur Energiegewinnung mittels Beta-Oxidation. Also gerade für ketogen lebende Menschen sehr interessant hier. Und was heißt das jetzt, was ich gerade vorgelesen habe? Das sieht man daran, dass Kokosöl bei Alzheimer gute Ergebnisse liefert. Eine Meta-Analyse aus diesem Jahr, also jetzt August, ja, wirklich, zeigt eine, dass mittelkettige Fettsäuren, ja, die Supplementierung davon, ja, erhöhte zirkulierende Ketonkörper, was zu einem erhöhtem Energiestoffwechsel im Gehirn führt. Weitere Forschung ist erforderlich, um festzustellen, ob die mittelkettigen Fettsäuren vermittelte Steigerung des Energiestoffwechsels im Gehirn die Kognition verbesserte. Also die Fette aus dem Kokosöl sind genau die, die zu einem erhöhten Energiestoffwechsel im Hirn führten, was sehr wichtig ist für Alzheimer. Ja, und wie haben wir es nochmal? Diese kommen sehr, sehr schnell in die Kraftwerke der Zelle und können unserem Körper natürlich sehr, sehr schnell Energie liefern, wenn man es gut nutzt, ja, und auch Denkaufgaben gleichzeitig löst. Dann kann man da sehr gut von profitieren. Ja. Themengebiet Nummer 2. Kokosfette sind stabil bei hohen Temperaturen. Kokosöl hat einen hohen Rauchpunkt. Was bedeutet das? Dass es sich gut zum Braten oder Schmoren oder Backen eignet, ohne sich schnell zersetzt oder in Rauch auflöst, wortwörtlich. Ungesättigte Fette lassen Transfette entstehen. Das habe ich vor kurzem auf meinem Kanal hier chemisch ganz genau erklärt. Diese Umlagerung, das Öl, genau genommen das Fett, ja, das bricht einmal durch die Temperatur, ja, und wird ein komplett anderer Stoff. Bei Kokosöl passiert das nicht, weil es gesättigte Fette sind. Ja, da gibt es keine Doppelbindungen, die brechen können. Themengebiet Nummer 3. Ach so, warte. Ich nutze übrigens Kokosöl zum Braten. Ja, wenn ich brate. Ganz selten brate ich, aber wenn ich brate, nehme ich Kokosöl, weil es gar nicht so schlechte Auswirkungen auf die Blutfette hat, im Vergleich zu Butter und Co., wenn man das in rauen Mengen konsumiert, ja. Und gleichzeitig ist es stabil. Also für mich ist es immer noch das beste Mittel zum Braten, ganz klar. Drittens, kosmetische Anwendung. Kokosnussöl wird häufig in Hautprodukten oder Haarpflegeprodukten verwendet, da es als Feuchtigkeitsspender dienen soll, ja, wovon ich aber abrate, da die Haut kein Darm ist, ja. Und das Kokosöl sehr lange die Poren verstopft, ja, und es nicht einfach aufgenommen werden kann, ja. Wo es aber sehr gut ist, jetzt bei der Kälte zum Beispiel auf die Lippen, da hält es auch sehr, sehr lange, weil es wird, wie gesagt, schlecht aufgenommen wird, weil die Haut einfach kein Darm ist und da schützt es sie einfach vor der Kälte und dass die Lippen einfach nicht reißen. Ja. Nummer 4 Themengebiet, antimikrobielle Eigenschaften. Kokosnussöl enthält Laurinsäure, die antimikrobielle Eigenschaften hat. Es kann zum Beispiel, ja, bei Mundhygiene helfen, das Öl ziehen, ja, und zur Hautpflege, ja, bei verschiedenen Problemen. Kokosöl ist definitiv kein reines Gift, definitiv nicht, ja. Also die Menge macht natürlich auch immer das Gift, aber selbst bei jetzt nicht extrem niedrigen Mengen ist es auch dann nicht wirklich schädlich, ja. Also die Blutfette sind relativ neutral bei Kokosfett, ja, muss man ganz klar sagen, bei Butter halt eher nicht, ja. Und das ist natürlich schon ein Augenmerk, obwohl es ja auch gesättigte Fette pur ist, Kokosöl, ja. So, dann Blutzucker, gut, ne, dauerhaft in etwas größeren Mengen definitiv nicht geeignet, weil es die Insulinresistenz fördert und den Blutzucker etwas erhöht, was schlecht ist für das kardiometabolische Risiko. Von daher würde ich jetzt nicht regelmäßig nehmen, weil man sollte ja auch nicht jeden Tag gebratene Sachen essen, sowieso nicht. Aber wenn man ab und zu, wenn man mal was anbratet, das Kokosöl nimmt, für mich absolut super geeignet, kann jeder machen. Das ist das Fazit für mich. Schaut sehr gerne noch in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr mich auf jeden Fall unterstützen für meine Arbeit. Da freue ich mich immer sehr, sehr darüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, hoffe ich, dass du wieder einschaltest. Und bis dahin, bleib gesund.